Ratzebärchens und ping erstmal. So, da sind wir wieder. Sitzen im Auto. Und heute hat mich jemand mitgenommen. Spontanerweise geht es ins Helvete. Und da spielen Kotgelichter, Karadras und Tormesis. Ich will mal Tormensis sagen, aber Tormesis heißen die guten Jungs. Oder Mädels, man weiß es ja nicht. Ne? Ich kenne keine der Bands, ich habe nur gelesen, es ist so Black Metal, Post-Black Metal. Das ist ja immer sehr gut. Post-Black Metal mag ich sehr gerne. Ja, und dann fahren wir mal ins Helvete. Da waren wir ja auch schon lange nicht mehr. Und schauen mal, was die Leute so zu bieten haben. Ach ja, und genau. Da packe ich mal das Bier hier weg. Das ist immer alles ein bisschen schwierig. Mit dabei ist nämlich der Wasser. Exakt der. Ja, vielen Dank fürs Mitnehmen erstmal. Immer gerne, noch sind wir nicht da. Ja, du bist befreundet mit den Todgelichterleuten, ne? Ja, eigentlich nur mit dem Wasser. Grüße gehen raus an Nils, der auch bei Negator die Axt schwingt, den Bass schwingt. Ah, ja, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Ja, und daher kenne ich die Jungs. Und jetzt schauen wir mal weiter. Ja, jetzt im Helvete machen wir noch erstmal Ping und dann gehen wir direkt zum Merch, ne? Ping. Ich weiß, ich wiederhole mich und ich sage das ja auch in jedem Video, ne? Jedes Mal sage ich, geht auf Konzerte und kauft aber bitte Zeug von den Bands, weil damit finanzieren die ihr Studio und so weiter und so fort. Ich spreche da aus Erfahrung, ich brauche auch immer, oder wir brauchen immer ganz viel Geld von euch auf Konzerten, damit es halt neue T-Shirts gibt oder neues Vinyl. Ne? Ihr bezahlt unseren Fame. Wie kommt man denn auf die Idee, ein 13 Jahre altes Album einfach mal durchzuspielen? Tatsächlich war das ein Veranstalter in Rostock, der Bock hatte, das zu machen, also das live zu hören. Und damit sich das lohnt, macht man halt irgendwie gleich mal 2 oder 3 Konzerte draus. Ach so, ja, und heute ist halt der Auftakt dieser Minitour und Ende ist dann in Rostock. Richtig, am Samstag in Rostock. Und Sonntag geht's dann wieder zurück. Und Sonntag ist dann wieder die Katerfahrt Richtung Hamburg, ja. Ja, die Katerfahrt Richtung Hamburg. Ja, aber ich meine, drei Dates ist ja immer ganz gechillt. Besser als 2 Wochen unterwegs zu sein. Ja, und es lohnt sich auf jeden Fall mehr, als nur für einen Tag die Sachen zusammenzubringen. Ja, das stimmt. Obwohl von Hamburg nach Rostock ist ja nur auch keine Strecke. Oh, das geht. Echt? Das wie lange ist die? Ich weiß gar nicht. Was fährt man da? 2 Stunden? Ja, ist ja... Verkadert vielleicht 2,5. Ist ja keine Strecke. Warum Todgelichter mit DT? Das ist ja komisch geschrieben. Ja, das ist eigentlich eine alt... Also der Name bedeutet... das Wort Gelichter ist ein altdeutsches Wort für Sippe von einem Schlag. Und daher auch Tod geschrieben mit DT, weil das eine altdeutsche Schrift ist. Ah, okay. Ich habe mir erst gedacht so, ja, eigentlich müsste es ja mit T oder nur mit D. Ja, okay. Das macht dann Sinn. Genau. Ja. Ihr würdet eure Musik aber schon in die Black Metal Schiene einordnen, oder? Habt ihr da irgendwelche Präferenzen, dass ihr sagt, irgendwie so, nee, das ist aber eher so Post, Depressive Suicide, gibt es ja 1000 Richtungen. Boah, ich hätte gesagt, so die Anfänge waren schon einfach Black Metal und dann ist es so ein bisschen abgedriftet. Das wurde dann mal gesagt, es heißt Urban Black Metal, weiß der Geier. Am Ende ist es verzerrte Gitarre, Double Bass, Blast Beats, fett. So, es ist natürlich Donnerstag, ne? Donnerstagabend, da ist natürlich nicht so viel los wie normalerweise an einem Samstag oder so. Leute arbeiten am Freitag, ihr kennt das. Ist ein bisschen schade, aber ist nachvollziehbar, dass die Leute halt jetzt nicht rausgehen, auch gerade jetzt, wo Corona ist und so. Die Leute vielleicht Angst vor Veranstaltungen, ich weiß es nicht. Ja, jetzt gleich fängt die erste Band an und dann gucken wir uns dann mal an und dann sprechen wir uns, ich denke mal, nach dem Set von der Band mal wieder. Wie bist du zum Black Metal gekommen? Also wenn ich euch höre, dann habt ihr nicht immer Black Metal gehört. Da war noch mal irgendwann was anderes. Also der metallische Weg, der hat früh angefangen und ist dann über die Klassiker tatsächlich halt gegangen. Ne? Also Metallica und dann wurde es halt irgendwann härter. Ne? Ich komme aus dem Ruhrgebiet, dann stolpert man über Creator oder so. Blind Guardian selbstverständlich und dann ist es ein ganz langer Weg.
Und ja, bis man dann halt irgendwann beim Black Metal landet tatsächlich. Ne? Und das ist auch dann so, dass wo ich mich musikalisch selber am wohlsten fühle und wo ich auch mittlerweile am meisten halt von höre tatsächlich. Warum? Warum fühlt man sich da wohl? Also, ne, das soll jetzt keine doofe Frage sein, ja. Also ich frage mich jetzt ganz ja. einfach. Viele finden Grindcore, Death Metal oder irgendwas gut, aber warum fühlt man sich gerade in der Musikschiene wohl, in der man dann letztendlich gelandet ist? Also Musik haben wir halt, also als wir angefangen haben Musik zu machen, haben wir halt auch sofort Black Metal gemacht. Ne? Also nicht, dass wir da haben wir keine Umwege gemacht. Okay. Also das war sofort klar, dass wir das machen wollen. Ja, warum fühlt man sich da wohl? Das ist eine schwierige Frage, würde ich sagen. Für mich ist das halt tatsächlich so die emotional stärkste Musik eigentlich, die ich so kenne. Und da kann man halt irgendwie den ganzen Ärger, die ganze Wut, das ganze Theater, was man halt so hat, ne, das kann man alles da reinlegen, das kann man in Energie verwandeln, in Kraft verwandeln, dann kann man sich auspowern und dann geht es einem besser. Ne? Also es ist irgendwie so ein bisschen Katharsis, ja. Also so ein bisschen sich einmal auskotzen und dann ja, mit neuer Kraft sozusagen dann weitermachen. Also so eine Probe oder so ein Gig ist halt, gibt, also kostet natürlich Kraft, aber gibt auch enorm Kraft, finde ich. Jetzt habt ihr euch für ein Tape als Tonträger entschieden. Tapes waren ja eine ganze Zeit lang, habe ich keinen mehr getroffen, der irgendwie Tapes gemacht hat. Aber in letzter Zeit ist es halt so, dass ganz viele Black Metal Bands wieder diesen Tape-Analog-Zug befahren. Warum ist das? Also es ist so. Also ist das, entschuldige, wenn ich unterbreche, ja, ist das jetzt, weil das einfach, machen wir uns nichts vor, das Medium an Sound ist nicht das Beste. Aber ist das halt dieses Haptische, was man dann hat, dieses Physische, was man in der Hand hat und liebhaben kann sozusagen? Ja, finde ich total. Ne? Also gerade, also ich meine heutzutage, die meisten hören halt Musik ja dann doch oft irgendwie auf dem Handy, über einen MP3-Player, im Auto oder so, oder bei YouTube oder bei Spotify oder sonst was. Und es ist halt, ich habe so das Gefühl, es wird immer weniger, dass die Leute halt wirklich einen Tonträger in die Hand nehmen. Ne? Eine CD auflegen, eine LP auflegen oder eine Tape einlegen halt. Ne? Und so dieses haptische Moment finde ich total wichtig. Und ich fand halt auch immer schon, dass das so zu dem Gesamtkunstwerk dazugehört. Ne? Also dass du halt eben nicht nur die Musik hast, sondern dass du halt erstmal auch sowieso die Lyrics hast und dann natürlich aber auch das Artwork, das Produkt, also das ganze Ding, ne? Das ganze ist Kunst. Nicht nur die Musik auf der Bühne oder so, sondern, also, weißt du, was ich meine? Ja, weil man, das ganze Package quasi. Weil man auf dem Tape auch eher gezwungen wird, das durchzuhören, weil man nicht so einfach wegskippen kann. Genau, du kannst nicht skippen, du musst dich dann schon hinsetzen, ne? Du musst das in Ruhe einlegen. Ja, das ist was anderes, das ist halt nicht so eine kommerzielle, das ist das falsche Wort, aber so dieses, weißt du, so dieses, dieses Weghören, Weggucken, ja, so, ja, ne? Ja, hörst du ja, da mal rein, okay, ja, zack, nächstes Album, ach ja, dann bin Song gleich gar nicht zu Ende. Ich krieg zum Beispiel die Krise, wenn Leute Songs wegskippen, ne? Boah, das finde ich fürchterlich, wenn Songs Partys, auf Partys oder so, dann nach 10 Sekunden nächstes, ja, ich weiß, was du meinst. Genau, ja, das ist furchtbar, ne? Und so ein Tape ist halt, da bist du halt gezwungen durchzuhören, ne? Ich meine, da zwischendurch dann umzuspulen, das macht kein Mensch, ne? Du machst es schon an und hörst es eigentlich dann auch durch, üblicherweise so, ne? Aber es war so tatsächlich, die hatten die Demo, hatten wir klassisch auf eine CD gebrannt und hatten die halt dann in der 100er Auflage in einem Digi verkauft. Und als sie dann ausverkauft war, haben wir uns halt gefragt, also es war klar, wir wollen die nicht nochmal neu auflegen, ne? Weil das sollte so sein und dann war das auch gut. Und jetzt war es aber so, dass das neue Album ist fertig und liegt in der Schublade. Wir sind jetzt gerade dabei, Bewerbung zu machen und so weiter und zu gucken, dass wir das irgendwo runterbekommen. Und jetzt haben wir aber ein paar Shows gespielt und die Leute haben halt immer gefragt, wir wollen eure Musik gerne haben. Ne? Also es gibt immer ein paar, denen das auch gefällt tatsächlich. Und es ist dann total blöde, wenn man da nichts hat. Ne? Wenn man dann nur sagen kann, ja, musst du warten, das Album kommt irgendwann. Und dann haben wir gesagt, wir wollen wieder was haben für die Leute, ne? die sich das anhören wollen und die da Bock drauf haben und die da Ruhe für auch haben. Ne? Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir machen auf keinen Fall nochmal eine CD, das ist klar. Und dann war eigentlich relativ naheliegend, so, lass doch eine Tape machen. Das ist halt wirklich so, das ist was, ja, wie du gerade sagtest, ne? Was Haptisches, das ist was Klassisches, das ist ja. Es ist auch ein kleines Sammlerstück, ein kleines Liebhaberstück einfach, ne? Ich meine, das ist jetzt eine 24er Auflage, das ist also auch, ne, relativ begrenzt, sag ich mal, und dann hat man irgendwie so ein schönes
schönes Ding, was man irgendwie dann, ja, was die Leute haben können, wenn es ihnen irgendwie gefällt, ne? So als für die Wartezeit aufs Album quasi. Ja, wie ich schon sagte, das wird heute kein Pink-Festival, aber komm, eins geht noch, ne? Pink. Es muss ja sein, wer viel trinkt, der muss auch viel rauslassen. Rauslassen, das ist auch ein gutes Stichwort, ne? Bei Metal geht es ja auch um rauslassen. Für Black Metal seid ihr zu melodisch, zu lieb, ist jetzt ein blödes Wort dafür, aber... Es sind schon oft sehr viele Melodien drin, es ist oft ein bisschen mit rockig, mit angehaucht, viele Kopfnicker-Parts, man kann vielleicht sogar sagen, so melodic Post-Black-Metal. Ich glaube, also so ein 3-Minuten-Tormese-Song wird es nicht geben, nee. Aber das ist aber schon Absicht, dass ihr das so lang macht. Also so ein Ding, man könnte ja Songwriting-technisch da rangehen und könnte sagen, ja, jetzt beschränke ich mich einfach mal auf 3 Minuten. Ja, könnte man schon machen, aber ich weiß nicht, wird sich, glaube ich, nicht richtig anfühlen. Also, weil unsere Songstrukturen allein geben das einfach nicht her. Also wir haben keine irgendwie Intro, Strophe, Refrain, Special-Teil, Strophe, Refrain und dann ist aus. So, bei uns ist das alles ein bisschen verworrener. Also ich mache mir da auch keine Gedanken, ich nehme einfach Part für Part auf und denke mir, okay, das passt gut zusammen. Aber du sagst es gerade, richtig anfühlen irgendwie. Richtig anfühlen ist so eine Sache, gerade beim Musikmachen müssen sich Dinge richtig anfühlen. Wann wusstest du zum Beispiel, dass diese Musik ganz einfach sich richtig anfühlt? Ich meine, du hättest ja auch sonst was machen können. Du hättest ja auch Death Metal machen können, Thrash Metal, Grind, irgendwas. Mhm. An der Fertigkeit wird es nicht liegen. Aber wo war halt der Punkt, wo man sich gesagt hat, Black Metal fühlt sich einfach für mich richtig an? Ja, das ist eine scheiß Frage, Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube einfach, der Black Metal oder gerade jetzt so der Post-Black Metal, so die neuere Art von Black Metal, ich verbinde damit viel Melodie und so weiter, gibt das einfach her, gibt den Raum dafür, Melodien so zu verarbeiten, wie man da einfach Lust drauf hat. Und da sage ich jetzt mal, ohne das beleidigend zu meinen, gibt jetzt vielleicht der Grindcore nicht so her. Ja, das, ja. Oder der Klammern Metal, wir das mal aus. Ja. Da sind mir die Strukturen dann doch ein bisschen zu eng, um zu sagen, okay, das ist jetzt die Schiene, die ich fahren will. Findest du, Black Metal ist dann auch so die anarchischste Form eigentlich? Weil man da ja eigentlich machen kann und drauf scheißen kann und macht einfach, wie man will? Sollte es sein, ja. Also meiner Auffassung nach, ja. Ja, auf jeden Fall. Gesang bei Todgelichter. Und da frage ich mich die ganze Zeit, warum machen nicht mehr Frauen gerade Black Metal, weil die gesanglichen Veranlagungen würden ja ideal passen. Also von einem Fong Screamen her, sag ich mal. Fong Screamen her. Da bin ich ganz deiner Meinung. Und ich finde es wirklich sehr schade, dass es so wenige sind. Beziehungsweise ich habe es wirklich, man glaubt es kaum oder vielleicht doch, ich habe es wirklich oft erlebt, dass es Frauen einfach
nicht zugetraut wird. Ja, aber warum ist das so? Ich verstehe das nicht. Ich weiß es nicht, weil vielleicht Black Metal immer noch echt eine verdammte Männerdomäne ist. Könnte das sein? Gerade bei Black Metal dieses Keifende, das könnte gut. Ich kenne das so in meiner Rollen. Deswegen frage ich mich immer, warum das nicht mehr Frauen machen. Ich bin nur dafür. Ich würde wirklich liebend gerne viel, viel mehr Frauen auf der Bühne sehen. Und ja, nicht unbedingt so klischeehaft irgendwo am Keyboard oder irgendwo... Ja, am Bass. Weißt du, ja, oder auch das. Oder einfach als Deko. Black Metal ist so ein Ding, das liegt dir am Herzen, denke ich mal. Aber warum Black Metal und warum nicht eine andere Musikrichtung? Du, nicht nur Black Metal, nee, ich bin auch tatsächlich vielseitiger als das. Also wir haben auch, glaube ich, mit Totgelichter gezeigt, dass wir irgendwie einiges an Stilen wild miteinander mischen mögen und irgendwie haben wir so unser Ding gemacht. Damit sind auch nicht alle immer warm geworden, das ist uns bewusst, aber wir haben immer einfach nur das gemacht, worauf wir Bock hatten. Was war im Extreme Metal deine erste große Liebe? Meine erste große Liebe? Ja, so metalmäßig, jetzt nicht irgendwelche Typen oder irgendwas, das interessiert mich nicht. Klaus interessiert mich nicht von damals vor 15 Jahren. Nö, es gab keinen Klaus. Das war tatsächlich relativ schnell und relativ früh, dass ich irgendwie angefangen habe, Black Metal zu hören. Und das ist auch schon mittlerweile alles. Ich traue mich nicht zu sagen, aber so 2-3 Jahre her. Ja, ich wollte gerade sagen, 2-3 Jahre ist es schon her. Mhm. Aber das war das Ding, dass du das gehört hast und sagst, yo, genau das muss ich machen. Ob ich das machen muss? Nein, das habe ich nicht gedacht, tatsächlich. Aber ich meine, damals in den 90ern sind wir irgendwie relativ schnell so alle auf den Zug aufgesprungen. Ne? Und ich wusste tatsächlich selbst sehr lange nicht, dass ich das auch machen kann. Ich habe mit cleanem Gesang angefangen und irgendwann mehr oder weniger aus der Not, als die Jungs, keine Ahnung, nicht weiterkamen, dachte ich, hey, vielleicht könnte man das so oder so machen. Und dann habe ich irgendwann im Proberaum angefangen, wild zu schreien und ja, so ist es geblieben. Gibt es irgendeine Black Metal Band, die dich maßgeblich beeinflusst hat? Also irgendeine Black Metal, wo du gesagt hast, so, yes, das ist es. Ach du, Klassiker. Ich glaube, ich kann da nichts Außergewöhnliches nennen. Satyricon natürlich, Demogorgie. Das waren, glaube ich, damals wirklich so die. Wenn man jetzt ankommt, heutzutage ist es ja ganz viel, viele Leute stecken dich in eine Schublade. Wenn du sagst so, ja, ich fand Pursum damals total geil, so, dann wird sofort der erhobene Zeigefinger hochgehalten. Was hältst du davon? Soll er doch machen, was er will. Also ich meine, ich war nie wirklich Bursum-Fan, aber das lag einfach nur an der Musik. Und darum geht's ja eigentlich. Es geht ja um die Musik und nicht um irgendwie, was jemand denkt oder macht. Nee, das spielt natürlich spielt es auch eine Rolle. Doch, es spielt auch eine Rolle. Also wenn man die Leute... komm doch mal her. Ja, die schüchternen Bandkollegen. Ja, man kennt es. Du, klar, es muss eine Rolle spielen, auch. Wenn jemand ein Arsch ist, dann ist er nun mal ein Arsch, weißt du so. Klar, es kann ein talentierter Arsch sein, aber trotzdem muss man nicht gut finden, was der so in seiner Freizeit treibt. Ne? Aber gut, Musik, trotzdem, wenn man nur das Talent für sich betrachtet, kann man nicht dagegen sein. Ich finde das übrigens nicht gut, dass unser Aufkleber hier im Backstage-Raum von Thomas Gottschalk überklebt wurde. What the fuck? Ja, wenn man eingeladen wird, ist das okay, da kann man nochmal Ping machen.
Ich muss aber dazu sagen, das ist Diebels alt Radler. Oh, was tut man nicht alles? Welche Band, wenn du dich entscheiden müsstest von den dreien, welche findest du am besten? Für mich war ganz und ganz von Anfang an klar, dass ich einfach wegen Tormesis hier bin. Echt? Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Die habe ich auf dem Ragnarök kennengelernt und seitdem feiere ich es hart. Und dass sie jetzt hier in meiner Umgebung spielen. Wie fandest du den heutigen Abend? Es war sehr geil, totgelegt, haben mich enttäuscht. Was schade ist, dass kaum Leute da waren. Ja, ja, aber es ist Donnerstag. Ja, komm. Was ist denn das für ein Argument, ist Donnerstag? Was sagst du über den heutigen Abend? Ja, perfekt. Was war die beste Band? Das ist schwer, ne? Das ist echt schwer. Da sind echt drei geile Bands, aber wenn du darfst nur eine wählen. Und jetzt mach mal den Buddy-Bonus außen vor. Ja. Oh, scheiße, das ist echt schwer. Tatsächlich doch alle. Ja, aber Totgelichter doch, die waren schon verdammt geil. Also hat Spaß gemacht. Aber die zweite, oh, der Name, der ist so schwer. Tormesis. Von denen werde ich mir auf jeden Fall erstmal eine LP kaufen. Weil, LP brauchen wir auf jeden Fall. Ja, und weil viel kaufen, viel supporten. Weil, war ja nicht ganz so viel los, aber es war geil. Bevor wir das Ganze hier beschließen, machen wir nochmal einen kurzen Haul. Was war das? Das war der Scheibenwischer. Ah, okay. Wir haben hier noch eine schöne Kassette, eine Demonstrationskassette von Kadere. Kadere? Hießen die so? Ach, fuck. Es tut mir leid. Super, die wandelt in mein Auto. Und wir haben hier natürlich das Final von Tormesis. Ja, Tormesis, nicht Tormensis. Was ich sehr gut finde, was ich aber sehr schlecht finde, ist die Tatsache, dass Totgelichter jetzt am ersten Tag ihrer Tour einfach all ihre Platten verkauft haben und ich keine gekriegt habe. Aber ich habe eine sehr schöne bekommen. Ja, ja, du hast eine gekriegt, Wasser. Das ist super. Da freuen wir uns alle. Jetzt Applaus für Wasser, dass er noch eine gekriegt hat. Ah, toll. So, jetzt haben wir einen schönen schmierigen Burger bei McDonald's. Ich mache das hier gerade an so einem Panel, ne? Seht ihr hier. So. Wollen wir die Bestellung abschließen? Ja, wir wollen die Bestellung abschließen. Wasa, sag mal, was ist deine ID? 666, the number of the burger. Was haben sie eingegeben? Alles. Ihr wisst ja, wie es endet, ne? Mit einem schmierigen Burger. Heute, ich muss das ablesen, mit einem Signature Bacon Barbecue Beef, neue Edition. Hier ist das Teil, ihr seht es jetzt. Und dann beißen wir da jetzt mal rein. Das seht ihr jetzt nicht. Ist es ja auch egal. Wir machen jetzt hier Feierabend, aber wir machen nicht Feierabend, ohne dass der Wasa noch eine Ankündigung zu machen hat. Jo, am 4.4. in Helvete in Oberhausen spielen Negator, die zweite Band von den Nils vom Totgelichter. Schöner Black und Death Metal. Kommt mal vorbei, wer Zeit und Lust hat. Wir machen jetzt aber hier Feierabend. Pommesfram. Gleich kommt der Burger. Ich sag mal, zu viel Internet ist ungesund, zu viel Fernsehen auch, und wir machen jetzt mal abschalten, ne? Abschalten.